Willkommen zurück bei Railway Empire 2. Wir haben hier beim letzten Mal hier so richtig schön die Alte ausgesperrt. Irgendwie verdient sie immer noch Geld. Wahrscheinlich von Stettin, der sich über Landwege jetzt Vieh holt. Aber das lässt sich alles mit der Zeit ändern. Aktuell haben wir halt noch das Problem, dass unser kleiner Viehbetrieb, den wir da neu angeschlossen haben. Warte mal, müsstest du nicht Vieh geholt haben? Hat er auch. Vier Waggons. Ich weiß nicht, das Problem, dass die Viehwaggons nicht angezeigt werden, habe ich immer noch. Keine Ahnung, woran das liegt, aber er nimmt es zumindest mit. Das ist ja nur ein Anzeigefehler, also doher. Aber der macht, glaube ich, aktuell Minus. Ja, und zwar übelst Minus, auch wenn er jetzt gerade Plus gemacht hat, weil was abgeholt wurde. Wir kriegen den schon hoch, da müssen wir uns öfters die Züge holen. Da müssen wir, wie gesagt, ein bisschen abwarten. Aber die Züge kamen ja jetzt gerade alle erst da hinten an und sind auf dem Weg zurück. Ja. Da haben wir schon den nächsten. Guck mal, wie viel hast du? Oh, du bist aber full, mein Freund. Du bist aber full. Nein, ich kann. Ein bisschen Vieh kriegt er mit, okay. Er hat ein bisschen Holz mitgenommen, er hat ein bisschen Zucker mitgenommen. So, jetzt pendeln sie es langsam ein. Jetzt haben wir da überall genug abgeholt. Du könntest eigentlich gar nicht so viel Holz dabei haben, ne, ein Waggon. Der könnte auch nicht allzu viel Zucker mitnehmen, wenn ich mir die täusche. Warten wir mal kurz. Aber wie man ja auch unserem Geld oben sieht, kommt es langsam. Wenn wir unsere Betriebe jetzt noch dazu kriegen, dass sie alle Gewinn machen, was zwangsläufig passieren sollte, wenn sie, halt regelmäßig abgeholt werden und weiter produzieren können, sollte es klappen. Ich bin am Überlegen, weil die haben ja echt schon Probleme mit der Wartung, ne? Die können nur dazwischen drin gewartet werden, obwohl das eigentlich ausreichen sollte. Ich weiß nicht. Gut, das kommt, weil der eine Betrieb da noch Minus macht, ne? Ja, mal kurz googeln. Fracht ist, ja gut, wie gesagt, das war jetzt das ganze Quartal, wo sich erstmal alles einpendeln musste, ne? Aber ansonsten, Lüft ist, Produktion haben wir auf jeden Fall ein Plus insgesamt, nicht ein Minus. Das kriegen wir aber noch besser hin. Personalkosten, ja gut, das ist natürlich alles relativ teuer. Allein schon diese Wartungsposten sind sehr teuer, die haben wir zum Glück aktuell nicht. Zinsen, ja, das kriegen wir zurückbezahlt. Es ist momentan nicht das Beste, aber wie gesagt, das wird sich einpendeln. Das ist der Vieh mitgenommen haben, den wollten wir beobachten. Wie viel Zucker nimmt er jetzt mit? Auch nicht allzu viel. Warum eigentlich? Ist hier nichts mehr da, oder? Nö, okay, das Ding ist am Dauer produzieren. Der sollte Gewinn machen, leider ist es nicht unser. Den gucken wir mal, ob der da jetzt Vieh mitnimmt, ne? Das sollte er eigentlich auch. Oh, guck mal, da ist noch einer, der gerade Vieh abholt. Stimmt, das war der einen Platz frei hatte, ne? Der dürfte auch ein Vieh mitnehmen. Aber mittlerweile haben wir die Zugroute auch so weit, dass sie Plus macht. Einen Anschluss an diesem Landbetrieb. Wie bitte? An welchem meiner Betriebe hast du dich rangemogelt, hä? Dann müssen wir sofort gucken. Die so alte Schabracke da, du. Ah, wie gesagt, der macht aktuell noch nicht wirklich Gewinn, obwohl er produzieren kann, aber jetzt ist er gerade voll. Nimmt er eine Tonne mit und der andere Zug dürfte gleich mehr mitnehmen, dass wir den hier auch ins Plus kriegen. Dass wir zumindest unsere Erwerbskosten wieder rauskriegen. Hat er mitgenommen? Jo. Hat er. Das ist sehr schön. Gleich wieder drin. Dessen geht auch gerade hier runter. Aber da kommt ja schon der nächste Zug. Warten wir mal kurz ab, der müsste mehr mitnehmen. Und ich will nur kurz gucken, hat die sich hier rangemogelt? Passt dir das hier nicht? Ja, hast aber Pech, ne? Oder wo hat die Alte sich rangemogelt? Jetzt muss ich wirklich mal gucken. Hier! Am meine Wolle hat die sich rangemogelt. Wen gehört das? Natürlich ihr! Oh, da hätte ich von Anfang an drauf achten sollen, dass ich alle Betriebe, wo ich Anschlüsse abkaufe. Oh, das ist ein Riesenfehler, die alle völlig ignoriert. So, hat der Zug hier jetzt abgeholt? Ist er schon wieder, der ist schon wieder auf dem Rückweg. Der hat voll mitgenommen, ne? Jo. Der sollte auch wieder ein bisschen was mitkriegen. Na guck mal, so kriegen wir unsere Betriebe zumindest nach und nach ins Plus. Das ist doch schon mal sehr, sehr schön. Warten wir mal kurz ab, wie viel der mitnimmt. Wir kriegen die Olde fertig wie ein Rettich. Ganz einfach, weil ich viele, viele Fehler gemacht habe am Anfang. Aber wir kriegen es hin.
Wir spielen zumindest ihren Betrieb auf. Das heißt, Stettin wird jetzt mit ordentlich viel beliefert. Das heißt, Stettin holt auch nicht mehr so viel von dem anderen Betrieb. Ja, ja, und die banken leider ein bisschen rum, die Viehdinger. Ich weiß nicht, warum. Ist Schorde, Abstand vergrößern, aber gut. Dann wartet er halt einen Moment. Der hier kann wieder voll produzieren. Das, denke ich mal, wird mit der Zeit sinken. Und dann kriegen wir den auch ins Plus. Gut, 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 gut. Auf jeden Fall ist wichtig, dass wir das hier später kaufen. Wenn wir hier abzwackeln wollen. Im Moment gehört es ja noch keinem. Mir ist aufgefallen, dass die Alte nur Sachen kauft, wo sie was von hat. Den müssen wir auf jeden Fall kaufen. Aber der ist übelst teuer, ne? Der wird immer teurer. Den können wir uns aktuell nicht leisten. Das ist das Problem. Ist ja gut. Da kommt schon der nächste Zug. So, aber sehr schön. Wie sieht es allgemein aus? Das ist die Strecke, die macht aktuell noch Minus. Das sollte sich ändern. Hoffe ich. Weil jetzt geht die Lieferung richtig los. Andere macht Plus. Ja gut, nach mittlerer Bilanz nach Lokomotive. Das ist ja nur die Sortierung hier. Städteliste. Eigene Bahnhöfe. Jo. Stadtgebäude haben wir aktuell keine, außer Firmensitz. Das ist ihr Firmensitz, das ist mein Firmensitz. Und ja gut, das sind unsere vier Betriebe. Der macht definitiv Gewinn. Das ist unsere Weizenfarm hier vorne. Das ist schon mal tutti frutti. Jojo, auch wenn die Zugnutzung nicht ganz voll ist, der macht Gewinn. Da haben wir sogar schon den Kaufpreis raus. Unser Holzdingsbums macht auch Gewinn. Sinkt zwar durch und durch runter, aber solange er Gesamtprofit macht, ist alles okay. Die ist natürlich noch nicht so ganz im Plusbereich. Ich denke mal, das kriegen wir aber auch hin. Da wird ja auch regelmäßig abgeholt. Und die macht auf jeden Fall Gewinn. Das ist doch schon mal schön. Das läuft also soweit. Den können wir hier inzwischen auch mal wieder. Wie viele Punkte haben wir jetzt? Genau 300. Was, Dors? Ah ja, das mit den Anleihen, ja, ja. Nee. Durch die Annahme von Paketen am Bahnhof wird es für die Bevölkerung komfortabler, Pakete zu versenden. Erhöht das Paketaufkommen in allen Städten mit einem Bahnhof deiner Gesellschaft um 5%. Das ist natürlich schon nice, ne? Das ist mehr Post, du. Das ist schon nice. Ich glaube, das würde ich auch gerne nehmen. Und das ist? Erlaubt einer Zuglinie die Verwendung des Postwagens, wodurch sich die Transporterlöse für Postsäcke um 25... wir nehmen es auf jeden Fall. Haben wir noch 100... den nehmen wir, glaube ich, mit, Mensch. Gibt gut Post. Und hier haben wir schon die nächste Lok, ne? Die Firefly ist eine Express-Lok. Ich will meine Frachtrouten erstmal umstellen auf die DRW, aber eins nach dem anderen. Wir brauchen ein bisschen Money, weil wir ja auch selbstverständlich... Ich hatte sich hier angemacht. Die Alte breitet sich ganz schön aus, du. Also, so eine Panne passiert mir eher selten. Blablabla. Okay, das kriegen wir schon hin. Was ist denn das für ein Zug? Ist der mit Vieh, ne? Naja, zwei Vieh. Das kriegen wir schon hin. Alles kein Problem. Da ist auch eine Panne. Steht hier alles, weil der eine Panne hat, oder was? Das ist natürlich doof. Ja, wie ich ja sagte, ich war überlegen, hier vielleicht noch ein Wartungsdepot. Die Dinger sind so übelst teuer. Und ich muss ja auch meine Zinsen zurückzahlen, ne? Kann ich die nicht selber vorzeitig zurückzahlen? Na, mal gucken. Die Alte ist zumindest gesunken, sehe ich gerade. Die war vorhin mal 180.000. Wir schaden ihr zumindest. Hier, 294.000, das haben wir gar nicht. Laufzeit 29,3 Wochen. Das möchte ich schon gerne zurückzahlen, bevor wir da irgendwie wieder große Investitionen tätigen. Ah, aber ich glaube, ich werde hier, wenn das geht, so einen Wartungshangar mit einbauen. Der ist auch beladen mit Vieh, ja. Weil die Züge hier kriegen schon sehr häufig eine Panne. Halt dadurch geschuldet, Abstand vergrößern, dass die Strecke sehr weit ist und sie nicht so oft warten können. Aber ich denke mal dadurch, dass Stettin jetzt von meinen Zügen mit Fleisch beliefert wird. Gut, hier ist das jetzt natürlich, hier wird natürlich nicht mehr so viel Holz mitgenommen. Na, hier müssen wir abwarten. Nimm jetzt Züge noch was mit, aber halt nicht mehr die Menge wie am Anfang.
Müssen wir gucken, aber hier dürfte es denn auf jeden Fall... Ja, das sinkt bei ihr runter, das ist, wie ich vermutet habe. Stettin holt nicht mehr so viel, weil Stettin mit meinen Zügen beliefert wird. Das hatte ich gehofft, was ist denn hier los, Mensch? Der hat eine Panne und blockiert hier alles? Dann sehen wir uns zu, dass du das schnell in Ordnung kriegst, mein Freundchen. Das geht so nicht. Also hier muss ich unbedingt was nehmen. Das geht so auf keinen Fall. Wir brauchen Money. Money. Komm, fahr weiter. Hito, er blockiert hier den ganzen Verkehr, Mensch. Mitten auf der Gleise. So, welcher von beiden fährt jetzt weiter? Der, wa? Stau auf der Schiene, nur weil ein Zug eine Panne hat. Der fährt jetzt auch weiter. Sehr schön. Der will vermutlich auch hier rein, ne? Ja, der wartet auf Abstand. Sehr schön. So, hier dürfte er nichts mitnehmen. Der alte Betrieb geht runter. Selber schuld. Wenn sie ihn irgendwann verschäbeln sollten, werden wir ihn uns holen. Problem ist, ich scheffe dir halt auch schon wieder Geld in den Rachen da oben mit den Wollebetrieben, weil sie sich den gekauft hat. So, ich hoffe ich mal, mein Freund, du nimmst mal wieder ein bisschen Holz mit. Aber es kommt halt auch mal drauf an, wie viel bestellt wird. Damit wir den unseren Kredit zurückbezahlen können. Das wartest du da, oder was? Nee. Ich denke mal schon, dass wir den Plus kriegen. Guck mal, es wird schon weniger. Wir kriegen die definitiv in den Plus. Wieso macht die Minus? Weil ihr jetzt den Betrieb gehört, oder was? Oder weil sie da jetzt... Oh, ich muss gleich mal gucken. Ich glaube, der kriegt nicht mehr genug Wolle, weil sie sich das krallt, ne? Das wäre natürlich doof. Das machen wir sofort nach. So, nimm's Holz mit. Einen hat er zumindest. Zwei, ja, geht doch. Okay, zwei nehmen wir mit. Ah, mehr Holz wurde halt nicht bestellt, ne? Aber wenn das so weitergeht, macht der auf Dauer Minus. Oh, komm, der ist voll mit Vieh. Sehr schön. So, den müssen wir einmal. Dort ist ja hier die Strecke, die hier. Genau. Kann das sein, dass der hier, weil die Olde hier. Abzwisch. Ja, ich glaube, der kriegt nicht mehr genug. Obwohl, er hat gut eingeladen, so ist es nicht. Das ist natürlich Mist. Was nun schon wieder? Zuckerplantage nach Brünn. Wo ist denn Brünn? Das ist doch nicht die da oben, oder? Ah, wir probieren es mal. Bietet sie mit? Sieht nicht so aus. Wundert es dich nicht, dass niemand mitgeboten hat? Was war das für eine? Nicht, dass ich jetzt... Ja. Das ist immer ein bisschen doof, dort man nicht sieht. Aber gut. Das wird wahrscheinlich jetzt erstmal Minus machen, das Geschäftchen. Ja, gut. Aber mit ein bisschen Glück, er beliefert ja zumindest die Städte da. Und sie wird er ja wohl irgendwann anschließen. Dann klauen wir ihr vielleicht mal ein bisschen Geld. Das Ding will ich haben. Und definitiv das Ding. Das Ding gehört niemandem, das Ding ist aber auch schweineteuer, ne? 810.000, wohl der dick Gewinn macht. Das ist natürlich ein Problem. Nee, nun lass mich in Ruhe damit. Lass mich in Ruhe damit. Definitiv. Auf jeden Fall scheint das jetzt zu funktionieren. Wie es aussieht, kriegen wir den auch langsam in die Gewinnspanne. Das ist doch schon mal schön. Ja, das wird hier drastisch weniger. Die Frage ist natürlich nur noch, was hat er hier geladen? Ob die anderen Betriebe genug mit abgeholt werden, ne? Aber ich glaube ja. Ich habe sogar das Gefühl, der holt nicht genug Vieh. Aber allerdings noch mehr Züge könnte auf dieser Strecke echt zu Problemen führen. Auf
Die hat er auf jeden Fall mitgenommen. Ah, gucken, gucken, ne? Hier kommt auch wieder einer. Der kriegt ein bisschen mehr mit, ne? Weil Zucker schon wieder alle verschuldigt, ne? Ja, Zucker ist Dauer, okay. Dessen ist das Ding auch so teuer, der ist am Dauer produzieren. Und Holz, ja, Holz produziert er zwar genug, aber so viel Holz brauchen wir heute nicht, ne? Ich glaube, der wird auch ins Minus abrutschen. Aktuell haben wir heute nicht so viele Städte, können wir ja mal gucken. In der State-Liste. Städte. Ah, stehen alle drin, nicht nur meine, ne? Ich will nur meine Städte. Oh, den müssen wir jetzt anders machen, den wurde mal. Stettin? Stettin braucht Holz, oder? Ja, wird auch voll beliefert. Ich will nur wissen, welche meiner Städte Holz benötigen. Damit mehr abgeholt wird. Ah, google mal. Zum Beispiel braucht Berlin Holz. Berlin kriegt gar nicht genug Holz. Weswegen? Von unseren Zügen? Warum auch immer? Stettin müsste doch Holz bestellen. Hier ist doch ein Lager. Oder nicht? Lagerhalle? Ja. Ist sogar jede Menge Holz drin. Für Berlin, Hamburg, Schwerin. Die Züge, die das hier mitnehmen sollen, sind zu wenig. Kann das sein? Die sind mir ständig voll beladen, ne? Der schleppt hier Weizen hin. Weil der hat Holz für Hamburg dabei und bringt das hier hin. Und wahrscheinlich fährt das wieder zurück. Ich habe das Gefühl, dass ich auf der langen Strecke, habt ihr mir aber auch geschrieben, zu wenig Züge habe. Da mal kurz Lugi-Lugi machen. Wir können das ja alles ein bisschen Zuglinien. Ja, google mal. Wenn wir jetzt mal kurz ins Quartalberichtchen gucken. Fracht ist deutlich gestiegen. Passagiere, na geht. Post geht auch, aber Produktion machen wir Gewinn. Im Moment, ja. Gut, Premium, das haben wir aktuell nicht. Gesamt plus 465.000, das ist schon deutlich mehr. Personalkosten, ja. Das lässt sich doch sehen. Das lässt sich definitiv sehen. So müssen wir bloß weitermachen. Bloß jetzt muss ich langsam mal Unternehmenswert hochkriegen. So, Berlin-Schwerin, das ist die nicht, das ist die Frachtstrecke. Das ist die hier unten. Die macht jetzt aber auch wieder Gewinn. Dresden-Berlin ist es nicht. Hamburg-Stettin ist das, ne? Ja, die macht zwar gut Gewinn. Aber ich habe das Gefühl, da fahren nicht genug Züge. Wir haben da 4 Züge fahren. Aber wir haben sie aktuell auch gemischt, ne? Ich habe bloß Angst, wenn ich da jetzt noch eine extra Fraßstrecke reinsetze, dass sich alles staut. Ich erhöhe die Züge hier mal auf 6 erstmal. Um zu gucken, wie sich das entwickelt. Dann kriegen die vielleicht auch mehr mit. Wird man sehen. Das dürfte meiner sein, ne? Ja, der macht doch dick Gewinn. Der macht definitiv dick Gewinn. Das sollte auch meiner sein, oder? Nein? Aber der macht doch keinen Gewinn. Warum nicht? Obwohl ich den Zug langfahren lasse? Oder haben wir den rausgenommen? Wo ist denn der Zug, der hier lang fährt? Ist er hier, ne? Nein. Skrot auf dem Rückweg. Der Klomodi ist für Schwerin. Willst du mich veräubern? So, jetzt einen Moment. Berlin-Schwerin, das ist er doch. Ja. Schwerin ist da hinten. Der müsste ja jetzt, glaube ich, mal gucken. Der kommt ja jetzt an in Berlin. Auf dem Rückweg wieder Weizen mitnehmen. Hoffen wir mal. Das sah mir so aus, als wäre der Betrieb. Es ist zum Glück nicht meiner. Schon ewig nicht mehr abgeholt wurde. Aber das werden wir sehen. Ja, der ist hier nur gewendet? Was?
Aber wo hat er die Klamotten her, wenn ich fragen darf? Die muss er aus Schwerin haben. Aber in Schwerin dürfen eigentlich keine Klamotten landen, nur mal so nebenbei bemerkt, aber... Passt schon? Oder besser gesagt, die sollen ja nach Schwerin, aber wo hat er die her? Hat er die hier in Berlin mitgenommen? Muss ja. Oh, der fährt riesen Umwege, ne? Aber mit der Strecke muss ich auch nochmal was gucken, du. Die ist so nicht optimal. Definitiv nicht. Aber aktuell haben wir zumindest alle unsere Strecken im Plus. Nimmst du jetzt Weizen mit, mein Freund? Genau das will ich wissen. Das wäre nämlich sehr formidabel. Jo, nimmt er. Weil er nimmt hier so selten Weizen mit, dass sich das wahrscheinlich nicht lohnt für den Betrieb. Da muss ich mal gucken, wie ich das ein bisschen optimieren kann. Der hat sich zumindest voll beladen mit Weizen. Der kann wieder produzieren. Der müsste doch jetzt eigentlich bis nach Schwerin fahren. Hier. Und hier wieder zurückfahren. Aber nimmt er wahrscheinlich Sachen mit. Für was war denn das Weizen? Für Schwerin. Das lädt er da außen auf dem Rückweg, nimmt er nichts mit. Ah, ich hätte das vielleicht anders bauen sollen, dass auch Rückweg hier auch vorbeikommt. Aber gut, man kann nicht alles haben. Das gefällt mir nicht, dass ihr das gehört und dass sie hier mit abzwieht. Hier ist schon wieder eine Ponne, hier muss ich unbedingt was machen. Aber jetzt muss ich meinen Vermögenswert hochkriegen. Und zwar dringend. Sonst ist mir vorbei mit Spiel. Mensch, hätte ich das gewusst, hätte ich von Anfang an darauf geachtet, die richtigen Betriebe zu kaufen. Und zwar bevor ich sie anschließe, weil sie da noch billig sind. Alter, okay. Der, denke ich mal, geht aber auch ins Minus um, ne? Naja. Weil es wird einfach zu wenig Holz geholt. Ich hoffe, das ändert sich aber. Weil wir haben hier ja 6 Farmen. Was heißt das hier in Stettin? Das ist meine Hoffnung. Aus der... Ich wollte nicht die Fleischindustrie, ich wollte den Bahnhof. Aus dem Lager mehr Holz rausgeholt wird. Weil das ist ja für Berlin, Hamburg, Schwerin, das soll ja überall hin. Die Züge hier nehmen das ja mit. Der hat sogar ein bisschen Holz dabei, ne? Yep. Die nehmen aber zu viel mit, dessen habe ich mehr. Damit das passt. Da haben wir jetzt 6 Fahren, vielleicht pendelt sich das auch ein. Jo, so langsam mache ich mir nur Sorgen um unseren schönen kleinen Unternehmenswert, den wir leider hochdrücken müssen. Der wird bestimmt gleich erstmal gewartet. Oh, da kommt der nächste. Holz wird ja eine Menge hier hingeschleppt. Anscheinend reicht das nicht aus. Geldtechnisch schon. Da macht ja alles Gewinn. Wir müssen bis. Ich gucke gleich mal die Aufgabe hin. Und der Unternehmenswert ist boy. Wo stand denn das? Da. Bei 7.819.000. Wir müssen auf 9 Millionen. Und zwar bis. Dezember 1834. Wir haben 1834. So langsam wird's eng. Und wir müssen noch einen Quartalsgewinn von, naja, das kriegen wir vielleicht noch hin. Unsere Betriebe machen ja Gewinn. Wieso fährst du leer? Ah, nee. Viehdinger werden wieder nicht angezeigt. Ich meine, der gerade hier fährt, wird wahrscheinlich gleich wieder Holz mitnehmen. Das ist schon minimal, was die an Holz mitnehmen, ne? Deswegen geht der auch ins Minus über. Der hat wieder Vieh, sie nimmt Holz mit, ja. Du hast bestimmt Vieh komplett, ne? Ejo. Es geht schon wieder los, dass sie massig Vieh transportieren. Der macht Gewinn, das ist leider nicht unser. Den könnten wir rein theoretisch mehr anschließen, dann könnten wir den da hinten eigentlich rausnehmen. Und er hier müsste mittlerweile auch gut Gewinn machen. Macht er auch. Also das Minus ist fast weg. Den kriegen wir definitiv auch ins Gewinn. Ist doch schön. Gut. Das Problem ist jetzt wirklich,
Ich hoffe, die sechs Züge schaffen das, hier das Holz wegzuscheppeln, dass die hier mitnehmen. Der Grund liegt schlicht und einfach, dass hier nicht genug bestellt wird, weil Lager voll. Du werden Abstand vergrößern. Wohl hier sein Lager voll, ne? Hier sein Lager sehr voll. Aber die Strecke ist hier halt auch ellenlang, ne? Ich verstehe aber auch nicht so ganz die Züge hier, ehrlich gesagt. Warum die? Das Holz sollen die hier noch mitnehmen? Hier schon mit Holz ankommen. Das muss ich auch nicht so ganz verstehen, ne? Ich meine, Stettin ist mittlerweile so Hauptumschlagsplatz. Das ist mir schon bewusst. Aber warum kommt die hier schon mit Holz im Gepäck? Was für Hamburg ist, sieht man ja hier an. Die haben das Holz doch hier mitgenommen. Wieso fahren die mit Holz wieder zurück? Oder haben wir noch irgendwo anders Holz eingestellt, dass sie da was einladen und hier weiterfahren? Kann das sein? Hier nicht? Dass sie es vielleicht auf dem Rückweg mitgenommen haben? Schwerin vielleicht? Da bestimmt, ne? Ja. Die nehmen das Holz hier mit. Es ist halt leicht dämlich, ich nehme das Holz mal bei Schwerin raus, zwei Städte als Lager zu nutzen, ne? So, nimm das Holz hier mal raus, mein Freund. Da dürfte hier kein Holz mehr eingelagert werden. Und dann können sie es mich gleich nach Hamburg bringen. Das ist doch völliger Blödsinn. Echt? Dass sie damit durch die Gegend kutschieren. So, das ist Zucker jede Menge. Der vergrößert den Abstand. Wolltest du den Zucker hier nicht abliefern? Oder ist das ein Zug, der... Die liefern hier ja auch jede Menge anderen Kram ein, ne? Da bloß, ihr könnt jetzt nicht fahren, weil da vorne wieder eine Ponne ist. Da krieg ich die Krise. Hamburg-Stettin, das ist einer von denen. Genau wie der auch. Der nimmt Zucker und das hier mit. Das ist ein normaler Zug. Der hat die Panne aber da. Warum warten die denn? Auf ihn hier. Ja, okay. Der ist voll beladen mit Zucker. Das sind natürlich nicht die schnellsten. Das ist das, was ich befürchtet habe. Jetzt mit den sechs Zügen kommt es hier zu Staus. Ah, geht aber noch, ne? Die Wartezeiten sind relativ kurz. Ihr wollt beide in die gleiche Richtung. Ihr könnt eh nicht beide das gleiche Gleis. Das funktioniert nicht, mein Freund. Oder tun sie es? Eiskalt. Mal gucken. Gehen sie wirklich eiskalt das gleiche Gleis? Ja, der eine bremst den anderen aus. Ja, okay. Naja, sobald der Abstand hat, wird der auch wieder losfahren. Da tut er ja. Sieht man ja schon. Hat der was für Berlin dabei? Jetzt hat er erstmal eine Panne, natürlich. Ja, hat er auch jede Menge. Ja. Nicht, dass ich mich nicht amüsiere. Doch du solltest die Zuverlässigkeit deiner Züge erhöhen. Ah, mal gucken. Stettin ist jedenfalls wieder im Aufstieg. Und das ist schon mal was sehr, sehr Schönes. Wiechen kommt hier wieder in Mosenrin. Ah, mit den sechs Zügen scheint es zumindest schon mal besser zu klappen. Das ist auch schon mal was. Ich hoffe nur, dass hier mehr Holz rausgeholt wird, aber wenn die so offene Panne haben, du, denen wird dann auch nichts. Damit wir die Betriebe da auch einen Plus kriegen. Okay. Also kriegen wir schon hin. Ich lasse das erstmal bei den sechs Zügen. Ich finde das nur furchtbar. Wir haben hier ein Wartungsdepot. Die haben hier nicht gewartet, fahren die mal los und hier ist auch eins und jetzt haben sie mittendrin wieder eine Panne. Das ist typisch. Beide Züge oder was? Hast du einen Ernst? Also der hat auf jeden Fall eine Panne. Der auch, ne? Jo.
Die blockieren hier den ganzen Verkehr. Wäre auch eine Panne? Nein. Ah, das müssen wir beobachten. Ich habe so langsam aber echt mal eine Zweifel, dass wir unser Unternehmenswert rechtzeitig hochkriegen. Da bleibt mich eigentlich nur noch eins. Große Anschaffung machen, was wir nicht können. Dessen wollte ich die Betriebe wertvoller machen, damit wir auf den Wert kommen. Was nicht so ganz funktioniert hat. Ja, der ist aber auch schnell, ne? Der dürfte auch nicht den Bach runtergehen hier. Ist er auch. Also hiermit dürfte sie nicht mehr wirklich Gewinn machen. Tja, Pech, Lady. Pech. So, und wenn ich mir die Züge hier angucke. Ich vermute aber mal, dass im freien Spiel auch wenn es Horde ist, fehlgeschlagen ist, wenn man die Aufgaben nicht rechtzeitig schafft. Nun, lass dich doch mal anklicken. Jojo, der hat viel dabei, der hat auch jede Menge Holz dabei. Reicht Leute nicht, ne? Auch wenn er hier so ein bisschen bim 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 bim. Durch die 6 Züge wird mehr Holz drüben abgeholt, dadurch wird hier mehr mitgenommen, aber... Jetzt schon wieder eine Ponne, nichts anderes erwartet. Also hier muss ich auf jeden Fall was unternehmen. Du hast Vieh, ne? Du hast Vieh. Hauptsächlich zumindest. Der hat ein bisschen Holz mitgenommen und legt gleich voll mit Vieh. Der hat auch Vieh, ne? Ja, ja. Die werden nicht angezeigt. Der ist aber voll beladen mit Vieh. Das ist klar. Sehr schön. Vieh kommt auf jeden Fall genug rein. Das ist doch schön. Du kriegst hoffentlich deine Panne in den Griff. Du auch? Was ist denn hier los, Mensch? Weil der hätte hier warten können, ne? Kein Holz mehr genommen? Das kommt, weil drüben voll ist mit Holz. Und die Frachtzüge hier, naja. Die laden immer noch da hinten ein, ne? Wie auch immer sie das machen. Okay. Wahrscheinlich einen Rest daraus geholt. Obwohl, da war doch leer. Irgendwas ist hier mit dem Zug unten verkehrt. Ich weiß nicht, warum die nach Stettin fahren. Der kommt doch gerade von Hamburg. Ich habe nämlich das Gefühl, das ist schon echt sehr merkwürdig, der dürfte ja nichts einladen, dass sie, wenn sie hinten in Schwerin ankommen, einmal komplett nach Stettin zurückfahren und erst auf dem Rückweg die anderen Bahnhöfe anfahren. Warum auch immer. Ist etwas komisch. Aber gut, da wird wohl irgendwas dran sein. Ist klar. Man muss das System ja erstmal verstehen. Weil der wird jetzt wahrscheinlich auf dem Rückweg Berlin und Hamburg anfahren. Schon wieder ein bisschen Minus. Warum? Fracht ist auf jeden Fall mehr. Passagiere ist auch deutlich mehr. Genauso wie die Post. Alles mehr. Aber gut, Produktion ist deutlich weniger. Ja, das ist, weil unser, ich meine, die Produktion macht immer noch Plus, klar, aber weil unser Betrieb da hinten ein bisschen runtergeht. Und die Kosten sind auch ein bisschen gestiegen, ja? Ich meine, wir haben trotzdem einen Gewinn gemacht. So ist es nicht. Ist trotzdem merkwürdig. Ich wette, der hat jetzt auch wieder Sachen für Hamburg dabei, oder? Ich muss der Sache immer auf den Grund gehen. Hamburg, 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 Hamburg. Alles für Hamburg. Jetzt muss ich hier wirklich mal... So, Passagierepost, ja, das ist für Berlin, okay. Das wird er wohl hoffentlich auch. Jetzt mal gucken, Berlin ist ja hier vorne. In Berlin ausladen. Ich muss mal gucken, warum die so komische Routen fahren. Da ist irgendwas nicht ganz koscher. Das soll so nicht bleiben. Weil die kommen ja von Hamburg. Ich will nur wissen, ob er das in Berlin auslädt. Das ist der kleine Tingelzug hier, ne? Ja, ja. Jetzt hat der eine Porne. Ich glaub's ja nicht, du. Das ist Dresden. Ja, ja, das wissen wir. Das ist so der eine.
kommt ja nur Weizen her. Hier hat auch einer eine Panne. Der hat auf jeden Fall jede Menge für Hamburg und für Stettin. Das ist schon wieder merkwürdig. Hat er es hier eingeladen? Wahrscheinlich. Der fährt wahrscheinlich jetzt erstmal nach Hamburg und dann nach Stettin. Das ist ja gut und schön. Kann das sein, dass er auf dem Rückweg hier schon wieder Sachen für Hamburg mitnimmt? So wird das wahrscheinlich ablaufen, ne? Nahe Kassel. Ach, man kann doch vorher gucken. Ne, den will ich nicht. Da ist doch gar nichts. Okay, da hätte man auch vorher drauf achten sollen, ne? Das mit der Zugzuverlässigkeit ist noch so eine Sache. Unseren Kredit können wir zumindest zurückzahlen, aber ich glaube, wir werden trotzdem. Ich glaube, das wird echt so ablaufen, dass sie auf dem Rückweg hier in Berlin schon wieder für Hamburg einladen, weiterfahren nach Stettin, dann halt einen ausladen, je nachdem, ob sie was dabei haben, und auf dem Rückweg dann hier auch wieder. Ist ein bisschen doof, ne, aber kann man nicht ändern. Aber die Zuglinie machen zumindest alle Gewinn. Nur nicht alle Betriebe von uns. So, das ist nicht unser. Nö, nö, der dürfte aber auch dick Minus machen. Das war aber auch Absicht. Der ist halt auch nicht mehr so der Gewinnbringer. Nö, nö. Ab und zu wird Holz geholt. Das ist ja schon mal schön. Aber halt nicht genug. Das ist nicht unser. Der sinkt aber auch gerade runter. Bei deinen Pannen solltest du vielleicht mal über eine bessere Wartung deiner Züge nachdenken. Auf jeden Fall. Nee. Ja, gut, die haben mich wahrscheinlich schon länger nichts mehr abgeholt. Weil die größtenteils mal wieder Vieh transportieren, ne? Hier, der macht dicke Gewinn, der Gute. Profit insgesamt 56.000. Wir haben gut die Hälfte des Kaufpreises raus. Aber da hat sie schon recht, mit der Wartung der Züge, du, obwohl ich überall Wartungsdepots sehen hab. Der hat auch kaum Zucker mitgenommen, ne? Ja, zwei. Ist nicht viel, aber zwei hat er mitgenommen. Okay. Kann die jetzt aber auch durch die Wartung kommen? Der hat gar nichts mitgenommen. Dann wurde wieder kein Holz bestellt. Das reißt mich noch in Ruin mit den ganzen Dinge sind Bumsen hier. Mensch, lass dich anklicken. So, und der ist auf dem Weg noch. So Panne oder was? Nee. Schwerin, Hamburg. Gut. Hat er was für Berlin dabei? Was hat er ausladen kann? Ja, einmal Holz. Die Zugwartung ist nicht gerade optimal. Da müssen wir mal gucken. Aber ich glaube, wir werden sowieso Zeit haben. Ne, wir kriegen nie im Leben. Wir müssen den gut um 1,2 Millionen hochkriegen. Wie soll ich das machen? Ich war erst mal überlegen. Von ihr abkaufen kann ich den Laden hier ja leider nicht. Und der Laden ist viel zu teuer. Und ob sich der jetzt noch lohnt, weil so viel wird hier jetzt auch nicht mehr abgeholt. Was wäre hier jetzt überhaupt der Preis? Wow. Können wir uns eh nicht leisten. Der ist auch noch ohne, ne? Naja, gut. Der ist im Privatbesitz, den hat keiner. Aber der lohnt sich auch aktuell nicht. Und ich kann den hier nicht noch mit anschließen. Die Züge sind ja so schon völlig überlastet. Der hat jede Menge Holz dabei. Schon allein Holz für Stettin und Zucker für Stettin, ja. Kein Vieh mitgenommen diesmal. Dafür er hier, ne? Jo. Gut, im Großen und Ganzen, ich habe das heute die Fehler gemacht. Ich hätte von Anfang an zumindest gleich die Betriebe, wo ich angeboten bin, kaufen sollen, solange sie noch günstig waren. Sie darauf achten, regelmäßig zu beliefern. Und nach Möglichkeit natürlich auch bei ihr Betriebe wegkaufen. Was wahrscheinlich nicht mehr funktioniert, weil sie die alle hat, ne? Hat sie nicht? Obwohl der angeschlossen ist, der dick Gewinn macht, weil sie da ihren Stuff wegholt. Was kostet der? Wow. Okay.
Okay, die Preise. Ich sag, das hätte man sich gleich günstig holen müssen. Hier genau das gleiche. Ist das ihrer? Auch nicht. Ihre eigene Betriebe kauft sie nicht? Aber ich glaube, der lohnt sich auch nicht wirklich. Der ist hier völlig voll. Der ist auf Stufe 3 im Privatbesitz. Da holt sie, glaube ich, nicht so oft ab. Würde ich fast sorgen. Guck einfach mal bei ihr durch. Ihre Zuckerrohrplantage hat sie auch nichts angeschlossen. Nee, der macht ja auch keinen Gewinn. Und ihr Weizen fehlt. Alles irgendwie nicht so doll bei ihr, ne? Damit mache ich ja eher Minus, wenn ich die Sachen kaufe. Hier sind noch eine Viehplantage. Ja, die hatten wir schon. Das Einzige, was bei ihr Gewinn macht, ist das. Und das Ding ist übelst teuer. Den hat sie ja leider schon gekauft. Hier wäre noch eine Weizenplantage. Auch nicht so pralle. Hier hat sie noch Holz. Naja. Hier hat sie noch Vieh. Das gehört ihr aber auch schon. Ja, so prille ist der Gewinn hier auch nicht. Nö. Hier hätte sie noch Mäus angeschlossen. Naja, das ist aber auch nicht so toll bei ihr, ne? Alter, überall hier. 4 Züge gleichzeitig in der Fahrt. Dabei ist hier definitiv ein Wartungsdepot. Oder? Ja, Stettin hat eins. Wie gesagt, ich habe hier sogar beim Holz ein. Bloß hier halten sie ja nie an zum Warten. Warum auch immer. Der ist voll beladen mit Vieh. Guck mal, der könnte jetzt rein theoretisch warten. Hier ist ein Wartungsdepot. Kann das sein, dass sie nur an den Bahnhöfen anhalten, wenn sie da auch was mitnehmen? Einfach so zum Warten tun sie nicht, ne? Und ansonsten hätte ich hier keinen weiteren. Das heißt, bei den Zügen kann ich es verstehen. Aber warum haben die ständig... Hier gibt es definitiv ein Wartungsdepot. Berlin müsste auch eins haben. Oder? Ja. Das heißt, die haben es nicht mal weit. Ist schon merkwürdig. MW Manufacturing, neue Anschlüsse. Derzeit 28, wo ist mein Geld hin? Ich habe den Kredit bezahlt, ne? Ich glaube, ja, ich habe den Kredit bezahlt. Ach, herrlich. Schon wieder eine Panne. Nicht jeder kann seinen Laden so im Griff haben wie ich. Diese Ulti, nee, das ist jo schlimm. Ja, gut. Alter, ihr Unternehmenswert, ne? Ihre Aktienwert allein schon. Ja, wir haben den Kredit zurückbezahlt. Das durfte ich mehr? Gehaltene Aktien? Ich habe Aktien im Baugewerbe? Na dann? Der Aktienkurs ist da ziemlich bei Null, ne? Ja, Unternehmenswert. Jojo, der war zwischenzeitlich mal sehr, sehr hoch. Jetzt sinkt er wieder, warum auch immer. Wahrscheinlich, weil ein Teil der Betriebe Minus macht. Ist gar nicht so einfach, das Spiel, wenn man da nicht alles weiß. Das mit dem Wartung verstehe ich nicht so ganz. Ich habe wirklich überall Wartungsdepots, die schweineteuer sind. Und sie warten trotzdem zu selten. Ich weiß nicht, ob man irgendwie einstellen kann, wie oft ein Zug gewartet werden soll oder so. Das wäre ja schön. Glaube ich aber nicht. Nö. Boah, das kostet halt jedes Mal teuer Geld, ne? Wenn sie da auf der Strecke liegen bleiben. Der wird gerade gewartet. Gut, den gucken wir hier mal. Die Höheanleihen, die du herausgeben kannst, das ist mir jetzt ehrlich gesagt gar nicht so wichtig. Das wäre die Firefly-Lok, das wäre die Express-Lok. Na gut, können wir nehmen. Lok ist immer gut. Gab es zu dieser Lokomotive denn keine Alternativen? Nein. Was haben wir denn hier? Reduziert die Kosten für die Personalfortbildung, alles klar. Erlaub an der Zuglinie die Verwendung des Kühlwagens, wodurch sich die Frachtannahmen bei Lebensmitteln erhöhen. Ah. Und das reduziert die Kosten, die im Personalbüro für das Wohl deiner Mitarbeiter entstehen. Alles klar. Speisewagen.
Ja, allgemein sind die Skills nicht so pralle, ne? Wie weit geht denn das eigentlich? Nur mal aus Interesse. Oh, sehr weit. Okay, warte mal. Die Moirat mit hohem Dampfdruck, vergrößerten Zylinderventilen und einer fantasiebeflügelten Stromlinienform ist ein Expresslok aus dem Jahr 1930. Geschwindigkeit 175 km/h. Nicht schlecht, nicht schlecht, Herr Specht. Und die, das ist eine Frachtlok, ne? Die PLM 1590. Die hat auch 107. Ja, gut. Also mit der Wartung mache ich definitiv irgendwas verkehrt. Jo. Was sind diesmal? Frachteinnahmen sind zwar gesunken, aber nicht so extrem. Die Produktion ist mal wieder massiv gefallen. Das ist schon komisch, ne? Obwohl das anfangs gut läuft, geht das denn wieder runter und... Gut, ich kann es ein bisschen verstehen. Holz, ja, holen sie nicht mehr so häufig. Trotz 6 Züge funktioniert das nicht. Expresslinien-Gefahr, da schnellere Lokomotive verfügbar. Oh gut. Das ist ja eh nicht unser. Der müsste aber Gewinn einfahren, ne? Der alleine reicht das natürlich nicht raus. Der fährt Gewinn rein, das ist klar. Ich müsste hier mal kurz mal eine Fabrik beobachten. Dort ist ja meine. Ich wollte die Fabrik, mein Freund. Die hat meine Brauerei gekauft? Vor allem, was die Alte alles wegkauft, ne? Man kriegt ja nicht mal eine Meldung Bescheid, du. Wo ist denn meine Stofffabrik? Da, ne? Gesamtprofit hat sie zwar gemacht, aber aktuell Produktion gestoppt. Oh, gut, gut, gut. Und er hier? Hm. Das kommt halt, weil die so oft, das ist das Problem, ins Minus gehen, ne? Also Panne haben, meine ich. Ständig stehen bleiben. So, aber Moment, ich muss trotzdem eine Sache jetzt mal dringend machen. Und zwar, wegen hier Gefahr, das ist die, ne? Hamburg-Stettin. Genau. Da muss ich einmal kurz... Also, so eine Panne passiert mir eher selten. Nur ist ja gut, das ist der Postwagen. Postwagen mit allen Zügen mitgeführt, erhöhte Transport. Das lohnt sich eher für Express-Dinger. So, wir nutzen gerade die Adler. Die hat Geschwindigkeit von 35 km/h. Die Devent haben wir ja neu und die Firefly haben wir nicht. Die Firefly ist Express. Da wir momentan gemischt haben, ist auch so ein Fehler. Ich hätte von Anfang an eine extra Route für Fracht bauen sollen, eine extra Route für Express, damit sie sich gar nicht in die Quere kommen. Die fährt 30 und die Adler 35, aber die hat mehr Zugleistung, oder? Ganze Ecke mehr Zugleistung. Die fährt also so gesehen nicht so schnell, wenn es mal bergauf geht. Beliebtheit ist dann nicht so viel, Zuverlässigkeit ist deutlich geringer. Wartungsbedarf ist aber auch deutlich geringer. Abgesehen davon, dass ich es mir eh nicht leisten kann. Gut, sonst hätte ich es ausgetauscht. Ja, und das ist halt eine Express-Lok und da auf der Schiene alles gemischt ist. Ja. Ich wollte da nichts ändern. Ich glaube schon. Nee, man sollte Fracht und Express trennen. Am besten nach Möglichkeit von Anfang an. Die Strecken so günstig wie möglich bauen. Das haben wir ja alles richtig gemacht. Natürlich immer versuchen, an die ersten Gleise zu gehen. Das habe ich ja soweit mittlerweile verstanden. Und nach möglich zusehen, dass man gleich die Betriebe aufkauft. Womit sie Gewinn machen. Also der kommt gar nicht mehr raus aus dem Gewinn. Aber die anderen machen halt weniger, ne? Gut. Ich glaube, das Ganze wird scheitern. Aber vielleicht kriegen wir es dann auch rumgerissen. Wir haben ja eine gute mittlere Bilanz. Das ist nicht das Problem. Unsere Produktion... Naja. 7,4. Nein, das schaffen wir nicht. Ich glaube, mein Bahnhof macht deinen in dieser Stadt ziemlich überflüssig. Was? Es setzt sich in meine Städte, oder was? Tatsächlich, jetzt sich an Berlin ran... Bist du bescheuert, oder was? Einmal hier durchgeschlängelt? What?
so eine Strecke. Wo geht denn die hin? Na, Grünberg. Echt jetzt? Also, mal abgesehen davon, dass es ein riesen Umweg ist. Sowas dürfen die? Sowas können die? Echt? Einfach einen zweiten Bahnhof in meine Stadt bauen? Oh, die hat doch jetzt keinen Zugriff auf meine Produkte hier, oder? Wahrscheinlich schon, aber gut. Aber wie gesagt, ich glaube, sie war ja am Anfang relativ langsam. Ich habe viel zu schnell ausgebaut. Ich hätte, glaube ich, von Anfang an, wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, wir sind ja in Berlin angefangen, da kann man ja schon mal die ersten Städte anschließen, das ist ja nichts Problem. Bip, 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 bip. Daraus eine reine Expressroute machen, zumindest zwischen den Städten. Natürlich müssen die Städte auch Fracht, das heißt, ich hätte mal eine der Städte aussuchen müssen, die ich quasi als Umschlagsplatz nutze und daneben quasi in Form von Parallelgleisen gleich eine Frachtstrecke aufbauen, die irgendwie alles abfährt und da in den Hauptbahnhof bringt. Schon wieder eine Panne. Und das mit den Pannen. Jeder kann seinen Laden so im Ja. Habe ich noch nicht so ganz verstanden, warum das so oft passiert? Wahrscheinlich, weil sie wirklich nur an den Bahnhöfen, wo sie auch halten, warten. Ne? Das vermute ich mal. Das heißt, an die Wartungsdepots kommt man gar nicht vorbei. Aber gut. Wir werden es sehen, wir werden es sehen. Sind wir vor erstmal am Ende. Vielleicht kriegen wir es noch irgendwie rumgerissen. Glaube ich aber nicht. Aber nur durchprobieren wird man schlauer. Also vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüssi.